extrem verengt hat. Denn die Diskussion der Rolle der Medien und auch die grundlegende Kritik, die an die Wurzel gehende Kritik der Medien, die ist so alt wie die Medien selbst. Es wird aber heute so getan, als könnte das nur eine Außenseiterposition sein, die sozusagen als extremistische Position. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, Abt Sinclair. Der hat ja ein Buch 1919 geschrieben, das war so einflussreich und so wichtig, dass es sogar ins Deutsche übertragen wurde. Das kann man nachlesen. Der Journalismus ist eines der Mittel, durch die wir eine wirtschaftliche Autokratie die Demokratie kontrolliert. Es ist die alltägliche Propaganda zwischen den Wahlen, durch die das Bewusstsein der Bürger in einem Zustand der stillschweigenden Billigung gehalten wird. Abt Sinclair ist auch deswegen interessant, weil er den Blick auf einen anderen Mechanismus der Stabilitätssicherung geworfen hat, der heute ein bisschen aus dem Fokus gerät, nämlich den alltäglichen, so könnte man ihn nennen, den alltäglichen Opportunismus. Er schreibt, es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt gerade davon abhängt, dass er es nicht versteht. Das heißt, mit welchen Mechanismen kriegt man die Leute zu einem induzierten Nichtverstehen? Man kriegt sie dadurch zu einem induzierten Nichtverstehen, dass man daran kleine Vorteile bindet, Karrierevorteile, Gehalt, alle möglichen Dinge. Das nennt man gelegentlich in den politischen Wissenschaften die Kooptation. So kann man intellektuelle Experten, Journalisten über die Banalität des Opportunismus binden. Das heißt, mit welchen Mechanismen kriegt man die Leute zu einem induzierten Nichtverstehen? Man kriegt sie dadurch zu einem induzierten Nichtverstehen, dass man daran kleine Vorteile bindet, Karrierevorteile, Gehalt, alle möglichen Dinge. Das nennt man gelegentlich in den politischen Wissenschaften die Kooptation. So kann man intellektuelle Experten, Journalisten über die Banalität des Opportunismus binden. Und die interessante Frage, die sich für uns stellt, ist, warum ist der öffentliche Diskussionsraum in einer geradezu unerträglichen Weise zusammengeschnurrt? Die Situation ist heute natürlich sehr viel ärger. Ja, Sie kennen wahrscheinlich die Daten, dass es mittlerweile, es waren irgendwann 1985, waren es noch 80 oder so, Konzerne, die Medien kontrollierten. In den USA sind es heute 6 Konzerne, die 90% der Medien kontrollieren. Bei uns sieht es nicht viel anders aus. Also die Situation hat sich gegenüber den Zeiten von Abt Sinclair extrem verschärft. Und Bruegel, der Jüngere, hat dazu eine sehr treffende Bildmetapher gefunden, schon vor über 500 Jahren. Die sagt, wenn du mir die Stiefel leckst, oder genauer steht er wörtlich, wenn du mir die Stiefel aufbläst, schlag ich dir Geld. Das sind genau die, wie gesagt, das ist über 500 Jahre her, das sind genau die Mechanismen, wo wir offensichtlich die sozusagen fast anthropologischen Mechanismen sind, wo wir gefährdet sind, den Mächtigen die Stiefel zu lecken, und das ist zu allen Zeiten, sind das andere Gruppierungen. In der Gegenwart werden Sie viele Beispiele finden. Politik und Journalismus und Medien sind durchzogen von transatlantischen Stiefelleckern. Und bei, sagen wir, Cem Özdemir finden Sie ein sicherlich besonders lehrreiches Beispiel. Finden Sie sicherlich ein besonders lehrreiches Beispiel, um dieses Bruegel-Prinzip zu studieren.
Also die Methode der Stabilitätssicherung ist eine institutionalisierte Kooptation. Wir bauen das in verschiedene Institutionen ein. Die Karrieremechanismen im Journalismus, die Karrieremechanismen an der Universität, die Karrieremechanismen in anderen Bereichen, die sind so gebaut. Die sind so gebaut, dass die Kooptation etwas ist, was sich für den Einzelnen lohnen kann. Parallel dazu gibt es eine internalisierte Kooptation. Man macht sich das, man legt das sozusagen in die Person und man macht sich das zu eigen und man glaubt dann das wirklich, was man da vertritt. So, jetzt kommen wir zum Neuen. Was ist neu? Was hat sich gegenüber den traditionellen Methoden der Stabilitätssicherung geändert? Und das Stichwort, unter dem der Neoliberalismus seinen Siegeszug angetreten hat, ist Globalisierung. Und wir müssen uns ansehen, welche Bewandtnis hat es damit und wieso schafft das die Notwendigkeit neuer Methoden der Stabilitätssicherung. Also müssen wir uns ansehen, welche Bewandtnis hat es eigentlich mit der Globalisierung? Und dazu müssen Sie immer, wenn Sie sich mit Neoliberalismus beschäftigen, ganz kritisch auf die Sprache schauen, weil die Worte im Neoliberalismus vergiftet sind. Der Neoliberalismus lebt von seinem Falschwörterbuch. Jedes Wort bedeutet eigentlich das Gegenteil von dem, was es zu bedeuten scheint. Dass man Macht nur dadurch erringen kann, dass man das Denken besetzt. Und deswegen hatte Hayek studiert, die erfolgreichste Technik besteht darin, die alten Worte beizubehalten, aber ihren Sinn zu ändern. Die Beispiele kennen Sie alle aus dem Falschwörterbuch des Neoliberalismus. Nichts bedeutet das, was es zu bedeuten scheint. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Dazu gehört aber auch das Wort Globalisierung. Globalisierung hat mit Globalisierung so gut wie nichts zu tun. Also schauen wir uns jetzt an, was sind Eigenschaften der Globalisierung und was sind Folgen der Globalisierung. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie international ist eigentlich die Globalisierung? Was wird da eigentlich globalisiert? Und zu wessen Nutzen wird eigentlich? Wir schnüren jetzt das Wort Globalisierung mal auf und schauen mal hin, was ist denn eigentlich global an der Globalisierung? Dann kommen überraschende Dinge zutage. Stephen Gill schreibt, die entscheidende Kraft für einen Wandel zum disziplinierenden Neoliberalismus kam aus den Vereinigten Staaten. Gut, das ist uns weitgehend bekannt. Was sagen die Vertreter dieser Globalisierung selbst? Und ich zitiere ihn und im Folgenden auch, weil er einfach so schön ist, den Chefkommentator der New York Times, glühender Vertreter der Globalisierung und des Neoliberalismus und viele andere Dinge. Nicht, weil er wie Lippmann ein brillanter Vordenker und Vorausdenker ist, sondern weil er sehr wortmächtig, hat tolle Metaphern, weil er genau das ausdrückt, was die herrschenden Eliten in weniger kraftvoller Weise ausdrücken. Also Friedman drückt eigentlich, bringt die Sachen immer wunderbar auf den Punkt und wir können uns ganz viel sparen, wenn wir einfach sagen, also so ist es. Lippmann sagt, Globalization is us. Sie können auch das us groß schreiben, dann haben Sie es noch prägnanter. Globalisierung ist ein US-Projekt. Und hier wird er noch etwas feierlicher.
und sagt, die USA sind ein spiritueller Wert und ein Vorbild für eine gesunde globale Gesellschaft. Dazu kann es keine Alternative geben. Wir sind die beste aller möglichen Welten. Wir sind die beste aller möglichen Welten und müssen dieses Modell auf die gesamte globale Gesellschaft übertragen. Das ist ein religiöser Impetus. Ein Militärstratege, einflussreicher Militärstratege der USA sagt, je stärker sich ein Land einer Globalisierung verweigert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Intervention der Vereinigten Staaten. Das ist sehr interessant, weil es einen Blick wirft auf die Nutznießer. Globalisierung ist kein humanitäres Anliegen der Menschheit, Verbesserung der Bedingungen der Menschheit, sondern wer sich der Globalisierung verweigert, riskiert eine militärische Intervention. Wie kann ein so einseitiges Projekt durchgesetzt werden? Nun, es ist wenig überraschend, dass die US-Globalisierung auf staatliche Gewalt angewiesen ist. Globalisierung ist also nicht zu trennen von den an die 1000 US-Basen, die den Globus überspannen und in mehr als, ich glaube, ein Drittel aller Länder der Welt installiert sind. Welches Land stellt die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt dar? 2013, hier ist es nochmal gestiegen. Finden Sie konsistent über alle Jahre eigentlich immer die gleiche Antwort? Und das ist auch nicht so überraschend, wenn Sie sich wieder, jetzt sind wir wieder beim Beispiel Geschichte und geschichtliches Gedächtnis, wenn Sie sich klar machen, dass die USA in den 241 Jahren ihrer Geschichte in 90% aller Jahre sich in Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen mit anderen Nationen befunden haben. 90% ihrer gesamten Zeit, ihrer Existenz von 241 Jahren. Dann haben Sie eigentlich ein gewisses Anrecht erworben auf den Titel größte Bedrohung für den Weltfrieden. Auch da spricht Friedman wieder Klartext. Er sagt, die unsichtbare Hand des Marktes kann niemals ohne eine unsichtbare Faust arbeiten. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, Upton Sinclair, der hat ja ein Buch 1919 geschrieben, das war so einflussreich und so wichtig, dass es sogar ins Deutsche übertragen wurde. Das kann man nachlesen. Der Journalismus ist eines der Mittel, durch die wir eine wirtschaftliche Autokratie die Demokratie kontrolliert. Es ist die alltägliche Propaganda zwischen den Wahlen, durch die das Bewusstsein der Bürger in einem Zustand der stillschweigenden Billigung gehalten wird. Das sind die traditionellen Wege der Stabilitätssicherung. Jetzt kommen wir zu den neuen Wegen. Das sind ganz neue Formen, hat es vorher nicht gegeben. Und wir haben vielfältige neue Formen staatlicher Gewalt, die immer unsichtbarer wird und in die Disziplinierung in alle Institutionen bis in das Individuum. Auch das ist neu. Die Gewalt diffundiert jetzt bis in das Individuum hinein, weil die neue Organisation von Macht dazu führt, dass es neue Stabilitätssicherungsmechanismen geben muss, die an die Stabilitätsbedürfnisse des global marodierenden Kapitals angepasst sind. Es entstehen also ganz neue Arten von Stabilitätsbedürfnissen. Alles, was ich Ihnen erzähle, sind alles eigentlich alte Hüte, die in der Literatur längst diskutiert wurden, die natürlich nicht in den öffentlichen Diskussionsraum gelangen. Aus gutem Grund gelangen sie nicht in den öffentlichen Diskussionsraum. Die Süddeutsche schreibt auch ganz offen, eines der weitreichendsten Überwachungsgesetze in der Geschichte der Bundesrepublik. Da hätten die Leute eigentlich auf die Straße gehen müssen. Das steht in der Zeitung.
Es steht in der Zeitung, es macht nichts. So, hier haben Sie ein Beispiel von Dahrendorf, völlig unverdächtig, der sagt, der neue Autoritarismus ist für die Bevölkerung kaum noch bemerkbar. 2002, da müssten eigentlich die Alarmglocken gegangen sein. Die Entscheidungen werden jenseits aller Kontrollen getroffen, und zwar angesichts einer grundsätzlich desinteressierten und apathischen Bevölkerung. Nur ein paar Beispiele, auch die Diskussion werden Sie alle verfolgt haben. In Spanien, wir brauchen ein System, das den Demonstranten Angst macht. Es werden Rechtssysteme etabliert, die dazu führen sollen, schon präventiv Demonstrationen zu unterbinden. Ein Dissens kann es nicht mehr geben. Ein Dissens ist als Dissens schon ein Zeichen von Extremismus und Bedrohung. Ein anderes Beispiel, Bayern. Schreibt die Süddeutsche auch ganz offen, Bayern führt ein Gefährdergesetz ein. Überlegen Sie sich mal die Kategorie Gefährder. Gefährder ist jemand, der potenziell vielleicht einmal in einer Situation größeren Unrechts in irgendeiner Weise aufmuckt und einen Dissens artikuliert. Jeder mündige Staatsbürger ist eigentlich ein Gefährder, wenn er die Mündigkeit ernst nimmt. Wir führen jetzt eine neue Kategorie ein, strafrechtlich, nicht jemand, der eine Tat begangen hat, sondern jemand, der eine Tat, die man noch gar nicht richtig definiert hat, möglicherweise begehen haben können, täte. Und für diesen Gefährder führen wir eine Unendlichkeitshaft ein, der kann beliebig lange in Haft genommen werden. Auch da hätten die Leute eigentlich sofort mit so etwas massenweise auf die Straße gehen müssen. Das ist eine unglaubliche Aushebelung von allem, was Demokratie ausmacht. Das steht natürlich in einer Kontinuität, das Abwehrzentrum, was ja geplant ist, das Abwehrzentrum gegen Desinformation, das Gesetz zum Schutz, die heißen ja immer gleich, 2015 Gesetz zum Schutz der Bürger, oder 33 die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel daraus, damit Sie auch den Kontext der Fake News besser verstehen. Die stehen da auch schon drin. Fake News wurden verboten. Druckschriften können verboten werden, wenn ihnen offensichtlich unrichtige Nachrichten enthalten sind. Was sind denn unrichtige Nachrichten? Unrichtige Nachrichten sind all die, die stabilitätsgefährdend sind. Jetzt kommt einer der Haupttricks, und der ist in der Tat ganz neu. Das Ende der Ideologie. Die größte Ideologie, wahrscheinlich die raffinierteste Ideologie, die es je gegeben hat, ist die Ideologie der Ideologiefreiheit. Friedman sagt, es geht heute nicht mehr um Ost und West, Kapitalismus oder Kommunismus, nein, es geht heute nur noch um Weltordnung oder Weltunordnung. Es geht nur noch um Vernunft oder Unvernunft. Es gibt keine Ideologie mehr, es gibt nur noch Vernünftiges und Unvernünftiges. Und was vernünftig ist, muss auch wirklich werden. Und was unvernünftig ist, darf nicht mehr wirklich werden, weil es ja unvernünftig ist. Zum Vernünftigen kann es keine Alternative geben. Wir müssen also bereits die Idee der Alternative ächten, weil die Idee der Alternative zum Vernünftigen bereits die pure Unvernunft ist. Das ist der Totalitarismus des Endes der Ideologie. Das hört sich philosophisch an, das hat aber gewaltige Konsequenzen. Die ganze Stabilität der neoliberalen Ordnung beruht darauf, massenhaft Ignoranz zu produzieren. Und dafür zu sorgen, dass das Neoliberale selbst sich in dieser Unwissenheit auch noch wohlfühlt. Durch Konsumismus, durch all die Mechanismen, die wir da haben. Schließlich affektiv, das Gefühl, es lässt sich doch sowieso nichts mehr ändern. Das ist sicherlich ein Gefühl, das uns alle zu irgendwelchen Zeiten immer wieder beschleicht.
Wir fühlen uns ohnmächtig und machtlos. Dieses Gefühl ist mit viel Mühen und unter liebevoller Beteiligung von Sozialwissenschaften und Psychologie bewusst induziert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dieses Gefühl der Ohnmacht, es kann sowieso nichts geändert werden, in den Individuen induzieren. Und dazu gehört ein ganz wichtiges Mittel, die Mitte. Die Mitte ist was ganz Tolles. Heute sind alle in der Mitte. Das gehört wieder zum neoliberalen Falschwörterbuch, weil hier ein Begriff neu besetzt worden ist. Denn Mitte ist für uns alle was ganz Tolles. Mitte suggeriert Harmonie, ausgeglichen, vielleicht auch geborgen sein. Mitte ist ein ganz positives Gefühl, weil wir ungern zu den Extremen gehören wollen. Das finden Sie heute ganz häufig, dass jemand sagt, ich bin weder rechts noch links. Rechts noch links heißt ja eigentlich für eine gerechte Verteilung, für eine solidarische Gesellschaft. Und rechts heißt nicht für eine gerechte Verteilung. Jemand, der weder rechts noch links ist, kann sich eigentlich nur damit noch retten, dass er sagt, ja, ich bin völlig apathisch. Schleichend kriegen wir gar nicht richtig mit des Demokratiebegriffs. Demokratie heißt heute gar nicht mehr, dass wir Bürger irgendetwas zu sagen haben. Das nennt man heute, sind auch alles infame Begriffsneubildungen. Diese alte, echte Demokratie nennt man heute input-orientierte Demokratie, die ist out. Wir haben heute eine output-orientierte Demokratie, bei der der Input der Bürger gar keine Rolle mehr spielt, weil es nur darum geht, den Output rational zu optimieren. Rational müssen auch ganz viele Gänsefüßchen schreiben. Den Output rational zu optimieren, das nennt man dann, so steht es dann in Lehrbüchern. Wir haben heute eine output-orientierte Demokratie. Wir müssen die vernünftigste Lösung finden. Ne? Jetzt haben wir nur noch die Frage zu lösen, für wen. Schauen wir uns an. Es gibt keine Alternative, die Alternativen verschwinden. Das hat reale Konsequenzen und Sie können sich Ihre Beispiele aussuchen, die ist ja viel länger, die Liste. Alternativen, die Wirklichkeit zu drohen werden, müssen eliminiert werden. Es darf keine Alternativen geben. Da ist dann wieder die unsichtbare Faust, die dafür zu sorgen hat, dass diese Alternativen nicht Wirklichkeit werden. Es kann keine Alternativen mehr geben, weil nämlich die Akteure, die jetzt das Weltgeschehen bestimmen, von einer Art sind, für die wir nicht gerüstet sind und gegen die wir eigentlich nichts ausrichten können. Die politischen Akteure sind jetzt Großkonzerne. Großkonzerne sind nichts anderes als private, totalitäre Strukturen. Die sind ihrer Natur nach antidemokratisch. Ein Großkonzern kann nicht demokratisch sein. Die Akteure, die politischen Akteure sind totalitäre private Strukturen, die vollkommen einer gesellschaftlichen Kontrolle entzogen sind. Und mit diesen international agierenden Großkonzernen haben wir in der Zivilisationsgeschichte die perfekteste Form totalitärer Strukturen geschaffen, die es je in der Kulturentwicklung gegeben hat, für die wir auch nicht gerüstet sind, weil sie weitgehend unsichtbar sind. Extrem hierarchisch, extrem autoritär, extrem pathologischen Zielen verpflichtet, nämlich Gewinn machen und wenn die Erde, der soziale Zusammenhalt, die Ökologie darunter vernichtet wird. Die großen Firmen führen Selbstgespräche, welche Gesetze sie gerne hätten, führen dann dazu, und über die Exekutive geht das schneller als über das Parlament, deswegen ist wichtig immer die Aushebelung des Parlaments, sie machen sich das Recht selbst. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dass viele der Dinge, die wir dann haben, die eigentlich moralisch gesprochen kriminell sind, heute rechtlich in Ordnung sind, weil der Rechtsrahmen bereits privatrechtlich so geschaffen worden ist, dass die organisierte Kriminalität verrechtlicht worden ist. Die Beispiele kennen Sie, die Duldung und Verrechtlichung der
organisierten Kriminalität der besitzenden Klasse. Da ist ja schon Sprache wieder interessant. Wenn jemand an der Kasse 1 Euro entwendet, ist er kriminell. Wenn einer 1 Milliarden Euro kriminell entwendet, dann nennt man das Trickser. Das haben Sie bei der Autoindustrie, das haben Sie bei allen, das haben Sie bei den Cum-Ex-Geschäften. Die organisierte Kriminalität der Reichen ist eine Trickserei. Trickserei ist eben ein lässliches Verbrechen. Man schafft es in diesen Fällen auch nicht, auch bei den Cum-Ex-Geschäften, man schafft es nicht, Gesetzeslücken, man darf auch gar nicht von Lücken sprechen, weil viele von diesen Lücken bewusst eingeführt worden sind. Aber man schafft es nicht, diese Lücken zu stopfen, selbst wenn sie schon Jahre und Jahrzehnte bekannt sind. Wenn aber bei irgendeiner Demo irgendetwas stattfindet, eine Gewaltanwendung, irgendetwas anderes, was nicht passend ist, werden sofort in ganz kurzer Zeit die Gesetze verschärft. Das heißt, in dem einen Bereich werden Gesetze sofort auf die Sicherheitsbedürfnisse angepasst. In diesem Bereich der Trickserei ist es irgendwie nicht machbar, angemessene Gesetzesänderungen zu machen. Auch da sollte man eine gewisse Sensitivität des Blicks für haben. Ein weiterer neuer Mechanismus im Neoliberalismus ist die Verwaltung und Disziplinierung der Irrelevanten. Jetzt fragt sie, wer sind denn die Irrelevanten? Die Irrelevanten sind wir. Man braucht eine Ideologie, die dergestalt ist, dass der Einzelne sich als Humankapital versteht und seine objektive wirtschaftliche Ausbeutung in Selbstausbeutung transformiert. Und seine Fremdverwertbarkeit durch den freien Markt optimiert. Das heißt, er soll die gesellschaftlichen Antagonismen in die eigene Person verlagern. Was bedeutet das? Das ist der Effekt, genau. Man wird zum Sklavenhalter seiner selbst. Die Ideologie, der Kern der Ideologie des neuen Liberalismus ist ja, dass jeder für seine soziale Situation selbst verantwortlich ist. Es gibt keinen Unterdrücker, gegen den man kämpfen kann, denn man ist ja Unternehmer seiner selbst. Jeder ist eine kleine Ich-AG, die sich zum Zwecke ihrer Fremdverwertbarkeit für den Markt optimieren muss. Wir verlegen die Antagonismen in uns selbst. Die sozialen Kämpfe in der Außenwelt werden jetzt zu einem Kampf in uns selbst, weil wir Unternehmer unserer selbst sind und führen sozusagen zu einem destruktiven Kampf im eigenen Individuum. Und das ist die perverseste Form, muss man sagen, die perverseste Steigerungsform der Entfremdung. Und diese Steigerungsform der Entfremdung wird bewusst induziert. Eine solche Form der Entfremdung und auch der Entsolidarisierung kann man nur erreichen, wenn man ein nötiges Maß an Angst und Unsicherheit in den Individuen indiziert. Der Neoliberalismus hat in ganz systematischer Weise raffinierte Techniken entwickelt, wie lässt sich das Maß der Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung so steigern, dass der Einzelne dazu bereit ist, Sklavenhalter seiner selbst zu sein. Unsicherheit vom Arbeitsplatz, Atomisierung, soziale Entwurzelung, psychische Fragmentierung und Orientierungslosigkeit. Nur wenn die Bevölkerung ein hinreichendes Maß an Angst hat, dann ist sie zu dieser Art von perverser Entfremdung und Verlagerung von gesellschaftlichen Antagonismen in die eigene Person bereit. Das finden wir, diese Disziplinierung der politisch Irrelevanten,
finden wir eben auch in allen Umfragen, Deutsche haben große Angst vor. Wovor haben sie Angst? Vor Terrorismus. Und Sie kennen das, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie davon getroffen werden. Für die USA gibt es eine Reihe von schönen Statistiken, ist um 10er-Potenzen niedriger als beim Ausrutschen in der Badewanne zu sterben. Auch da steht in der Presse, unsere größten Sorgen sind ein Spiegelbild der aktuellen Nachrichtenlage. Nachrichtenlage, wir erinnern uns an Lippmann, sind natürlich nicht News, sondern sind das, was Medien fabrizieren. Das heißt, unsere Ängste sind ein Produkt dessen, was die Medien uns sagen, welche Ängste wir haben sollten. Das hat nichts mit Realität zu tun. Das ist sozusagen induzierte Realität. Und das ist eine ganz wichtige Herrschaftstechnik, die ist natürlich auch traditionell. Nur das Ausmaß, in dem sie betrieben wird, die ist neu. Hier haben wir ein Beispiel von Tacitus. Bedrohlich ist das Volk für die Herrschenden, wenn es ohne Furcht ist. Das ist ein ganz alter Hut, aber die Systematik, in der das heute betrieben wird, die ist sicherlich historisch einzigartig. Jetzt haben wir die Irrelevanten, jetzt wird es noch schwieriger. Was machen wir mit den Überflüssigen? Die ökonomisch Überflüssigen. Der Neoliberalismus produziert ja im Übermaß ökonomisch Überflüssige. Ökonomisch Überflüssige könnten wieder unter optimalen Bedingungen zu solidarischen Aktionen finden. Wir brauchen also subtile Techniken, Disziplinierungstechniken, Überwachungstechniken, um das zu verhindern. Hier haben Sie die Schätzung, 18 Millionen sind arbeitslos im Euroraum. Da brauchen wir eine passende Ideologie. Müntefering sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das heißt, im Neoliberalismus wird nicht mehr die Armut bekämpft, sondern es werden die Armen bekämpft. Das ist eine neue Stoßrichtung von Welfare zu Workfare. Nur wer arbeitet, hat überhaupt ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Dazu wurden jetzt, und zwar auch wieder ganz systematisch, wir reden nicht über Ausnahmen oder sogenannte Fehlentwicklung, wir reden über systematische Hauptentwicklungen. Die Verwaltung der Überflüssigen ist ein ganz wichtiges Anliegen, gerade weil der Neoliberalismus sie in so großer Zahl zwangsläufig natürlich produziert, weil jetzt natürlich das Kapital in der globalen Konkurrenz um die höchsten Rendite versucht, das zu optimieren, und damit sind ganz viele Regulierungsmechanismen weggefallen, und das zeigt sich eben auch in dieser hohen Zahl von Überflüssigen. Die Überflüssigen zeigen sich auch, für einen, der das sozusagen städteplanerisch sieht, in der wachsenden Zahl von Elendsvierteln. Das wird in den USA, gibt es interessante Studien, die zeigen, dass selbst diese Elendsviertel so gebaut werden, dass keine solidarischen Aktionen entstehen, indem man beispielsweise die Planung von neuen Highways und anderen Straßen immer kreuz und quer durch diese Viertel macht, um diese Viertel sozusagen auch soziologisch voneinander zu trennen. Das wird städteplanerisch durchaus berücksichtigt. Oder auch ein anderes Beispiel ist das extreme Anwachsen der Gefängnisindustrie, vor allen Dingen in den USA, die höchste Quote weltweit an Gefangenen. Das liegt nicht daran, dass es eine höhere Kriminalität dort gibt als anderswo, sondern das liegt daran, dass die Strafen für Kleinst- und Kleindelikte massiv, insbesondere Drogendelikte, extrem verschärft worden sind. Wir brauchen eine Verwaltung von denen, die nichts sind. Und das ist ein ganz zentraler Bestandteil des neoliberalen Staates. Durch disziplinierende Überwachung der Verlierer, und unser Hartz-IV-Regime ist ja nichts anderes, ein extremes Regime von Überwachung der Verlierer.
die Erzeugung sozialer Unsicherheit, Prison Fair und so weiter, gehören zur zentralen Architektur des neoliberalen Staates, sagt Louis Van Grand, einer der aktivsten, die das akademisch studieren. Das Buch heißt Punishing the Poor, die Bestrafung der Armen, das ist das Wesen des neoliberalen Staates, ist gerade die Bestrafung der Armen. Das bedeutet die Unterteilung der Bevölkerung in einen schützenswerten Teil und in einen Teil, dessen Leben eigentlich überflüssig ist und der deswegen vermehrt Todesstrafe, Erschießungen durch die Polizei, Drohnenmorden, was immer es gibt, ausgesetzt werden kann. Das ist ja auch ein Punkt, den Judith Butler gemacht hat, dass sie gesagt hat, die westliche Wertegemeinschaft beruht auf der Unterscheidung von betrauernswerten Toten und nicht betrauernswerten Toten. Zum einen wurden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten trotz vielfältiger Rückschläge große emanzipatorische Fortschritte erzielt. Zu diesen emanzipatorischen Fortschritten gehört auch, dass wir heute hier, zumindest im historischen Maßstab, in einer relativ freien Gesellschaft leben. Allein diese Tatsache ist eigentlich Anlass und Grund zu großer Hoffnung. Zweitens jedoch sind emanzipatorische, zivilisatorische Errungenschaften immer nur in oft langen und sehr mühsamen sozialen Kämpfen errungen worden. Das ist ein schwieriger Punkt für uns, denn wir mögen eigentlich Kämpfe nicht, denn Kämpfe suggerieren Gefahr und Unsicherheit. Was wir aber eigentlich suchen, ist Harmonie und Sicherheit. Daher versuchen wir, Konflikte mit anderen in der Regel durch Austausch, Dialog, Verständigung zu lösen. Das führt nun dazu, dass diese, und das ist ja sehr gut, dass wir dieses natürliche Bedürfnis haben und eine gewisse natürliche Aversion gegen Kämpfe, das macht uns aber anfällig für einen sehr folgenschweren Kategorienfehler. Wir neigen nämlich dazu, interpersonale Kategorien der Konfliktlösung, wie Dialog und Verständigung, auch auf gesellschaftliche Antagonismen, also auf asymmetrische Machtverhältnisse zu übertragen. Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Man kann es sich ganz einfach klar machen, wieder durch einen Blick auf die Geschichte. Soziale Errungenschaften wurden den Mächtigen stets abgetrotzt in sozialen Kämpfen. Sie können die gesamte Geschichte zurückgehen. Soziale Errungenschaften wurden immer in sozialen Kämpfen den Mächtigen abgetrotzt und nicht etwa in einem empathischen Dialog errungen. Wir profitieren also heute von denen, die oft mit großem überpersönlichen Einsatz diese sozialen Kämpfe geführt haben. Oft gegen die Apathie und gegen das Desinteresse weiter Teile, großer Teile der Bevölkerung. Und die sozialen Errungenschaften, auf die wir heute so stolz sind,
wurden von jenen errungen, die diese Kämpfe geführt haben. Hoffnung, und das wollen wir haben in diesen Dingen, Hoffnung basiert also stets auf der Voraussetzung, dass auch wir bereit sind, für gegenwärtige und zukünftige Generationen diese sozialen Kämpfe zu führen. Um diese sozialen Kämpfe zu führen, brauchen wir etwas, wofür wir kämpfen und nicht nur etwas, wogegen wir kämpfen. Und das ist ein Punkt, wo uns insbesondere die Aufklärung einen großen Reichtum hinterlassen hat, der immer noch, muss man sagen, auf seine Umsetzung wartet. Ohne soziale Kämpfe wird sich der ökologisch, ökonomisch und soziale zerstörerische und damit letztlich auch für den Kapitalismus selbst zerstörerische Weg in den autoritären Neoliberalismus fortsetzen. Ich will also enden mit den Worten des 88-jährigen Noam Chomsky, der in ganz einfachen Worten, in dem Buch, was ich Ihnen schon genannt hatte, in ganz einfachen Worten seine Erfahrung eines lebenslangen Kampfes, eines lebenslangen sozialen Kampfes in ganz einfache Worte kleidet und uns damit daran erinnert, wer zum Teufel die Verantwortung für dieses Tun eigentlich hat. Chomsky sagt, was können wir tun? So ungefähr alles, was wir wollen. Wenn wir nur wollen. Tatsache ist, dass wir in einer relativ freien Gesellschaft leben. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt, die ist nicht vom Himmel gefallen. Die Freiheit, die wir haben, wurden in hartem, schmerzlichem, mutigem Kampf erstritten. Aber nun haben wir sie. Das ist kein Grund, sich stolz zurückzulehnen, denn wir haben sie nicht errungen. Wir haben es für zukünftige Generationen, das zu erringen, worauf wir bei den Vergangenen stolz sind. Sie sind unser Erbe, ein Erbe, das uns die Kämpfe anderer hinterlassen haben. Es kann viel getan werden, wenn die Menschen sich organisieren. Ein ganz wichtiger Punkt, einzeln geht gar nichts. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nur wieder in solidarischen Aktionen. Für ihre Rechte kämpfen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und wir können noch viele Siege erringen. Ich danke Ihnen. Interesse hast, schau ein paar andere Videos. Besuch meine Homepage, besuch Facebook, besuch YouTube. Seitdem ist viel passiert, falls diese Seiten noch existieren. Ich freue mich über jeden Like, über jeden Daumen und erst recht über jeden, der das Video oder vielleicht sogar das kostenlose E-Book teilt. Du kannst es ruhig liken, einen Kommentar abgeben, drüber sprechen oder du darfst einfach nur über mich lachen.
Und dass man die Bürger für dumm verkauft oder sie einfach für dumm hält, für unfähig mit Wahrheit umzugehen, das ist eine unglaubliche Arroganz, die von bestimmten Eliten ausgeht, sowohl bei den Journalisten als auch bei den Politikern. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen immer mehr die Tendenz hin zum Paternalismus, also von oben herab die Bürger an der Hand nehmen wollen, ihnen das, was zuträglich ist für ihr Leben, vorkauen und vorsagen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. Wenn sich das erstmal rumsprechen würde, wer weiß, was da in Bewegung käme.